Herzlich willkommen in unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg. Unsere Besucher können sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Homecomputer, Spielekonsolen und Games begeben. Das Ziel des Retro-Spiele-Clubs ist es, die Entwicklung der Computertechnik sowie der Videospielkultur von den 70er Jahren bis nach der Jahrtausendwende zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Der Sammlungsaufbau erfolgt durch gezielte Ankäufe sowie Spenden von Geräten und Zubehör. Neben der Möglichkeit des Spielens und Ausprobierens bieten wir auch regelmäßig Lesungen, Vorträge und themenbezogene Veranstaltungen für den Fachaustausch an. Bei uns kann man an knapp 50 Spielstationen die Geschichte der Computerspiele und Technik selbst neu erleben. Wir sind aber ein bespielbares Museum, alles darf und soll benutzt und ausprobiert werden. Von Pong über C64, vom Amiga bis hin zu Konsolen von Sega, Nintendo, Atari und diversen Exoten sowie einem klassischen PC-Netzwerk kann man alleine oder in Gruppen, 5 bis 60 Leute sind kein Problem, eine lehrreiche und spaßige Zeitreise machen. Die Location ist zum Beispiel auch ideal geeignet für kleine Events oder gesellige Abende für Freunde, Firmen oder auch Ausflüge von Schulklassen und anderen Bildungseinrichtungen. Jeden Donnerstag haben wir ein Open House von 17 bis 22 Uhr, wo man uns natürlich auch gerne besuchen und kennenlernen kann. Einmal im Monat sind wir auch samstags während unseres legendären Retro-Lagerfeuers auf Twitch, das aus der Location gestreamt wird, von 12 bis 20 Uhr vor Ort erreichbar. Die letzten Monate haben gezeigt, dass diese Location für Personen jeglichen Alters und Geschlechts eine hohe Anziehungskraft ausübt. Das Klischee von Männern über 35 trifft überhaupt nicht zu. Veranstaltungen mit Schülern, Studenten und auch Rentnern zeigen das hohe Interesse in allen Gesellschaftsschichten. Sogar Geburtstage von Kindern und Jugendlichen fanden schon bei uns statt und zeigen, dass es auch ein starkes Interesse an alter Technik und Spielen bei den nachwachsenden Generationen gibt. Wir bieten auch Werbemöglichkeiten und Sponsoring in unserer Location oder unseren Audio- und Videokanälen. Unser Retro-Kompott-Podcast zieht zum Beispiel seit über 5 Jahren eine hohe 4-stellige Anzahl von Hörern im Monat an. Zusätzlich möchten wir auch zukünftig Schulklassen und oder auch Gruppen aus sozial benachteiligten Bereichen über gesponserte Eintrittskarten einen möglichst günstigen Zugang zu unserer bespielbaren Ausstellung ermöglichen. Donnerstags und an offenen Samstagen ist keine Anmeldung notwendig. Bitte informiert uns für andere Termine mindestens 24 Stunden vorher per E-Mail über euer Kommen, damit wir besser planen können und keiner gegen eine verschlossene Tür läuft. Exklusive Buchungen für Gruppen sind wie gesagt jederzeit zu beliebigen Zeiten von Montag bis Sonntag möglich, da bitten wir um eine Anmeldung mindestens 7 Tage vor dem gewünschten Termin. Kurzentschlossene können aber jederzeit gerne telefonisch nach einer weiteren Öffnungsmöglichkeit nachfragen. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrospieleclub.de. Wir freuen uns auf euren Besuch und eine gemeinsame Zeitreise in die Vergangenheit.
Ja, man muss die Knöpfe auch richtig umschalten. Jetzt sind wir übersteuert. Kleinen Moment. So. Jetzt müsste alles klappen. Ist das jetzt in Ordnung? Wunderbar. Ich höre was, ja. Ja, ich jetzt auch. Herzlich willkommen zum Retro-Bingo. Das heißt, es ist Oh. April, der erste Mittwoch im Monat. Und da gibt es ja ein Retro-Bingo. Und wir erklären gleich wieder ganz in Ruhe, was das Retro-Bingo ist und was euch heute hier die Nacht über erwartet. Oder war es jetzt zu positiv? Die ganze Nacht über natürlich nicht, aber wir werden hier heute wieder schöne Sachen unters Volk bringen. Und ihr seht schon bei mir im Hintergrund ein Glücksrad eingeblendet. Und Also ihr könnt. erstmal seht ihr, dass Patrick den Hintergrund jetzt anders hat, weil Patrick hat jetzt ein neues Arbeitszimmer. Einmal Ja, kurzen aber Applaus. ich kann den Hintergrund nicht größer machen, weil das ist noch zugerammelt, komplett mit Ja. Umzugskartons. Aber das ist eine andere Sache. Und ich werde den Greenscreen wieder aufbauen. Ich arbeite dran. Hashtag Malm. Ja, ihr seht das Glücksrad. Darum geht es gleich wieder. Ihr könnt Lose kaufen und wer genaue Infos will, geht auf retrolagerfeuer.de, da wird alles nochmal erklärt. Ein Los kostet 25 Euro. Wir werden Spiele auf den Tisch legen. Man kann sich dann immer mindestens eins von den Spielen, was auch diesen Wert ungefähr hat, aussuchen und bekommt, wenn das Glücksrad gute Laune hat, noch einige Dinge obendrauf. Und je mehr Lose wir verkaufen, desto mehr Sachen packen wir noch zusätzlich ins Glücksrad. Ganz wichtig, ihr bekommt immer Ware im Wert von mindestens 25 Euro, die ihr euch selber aussuchen könnt von den Dingen, die auf dem Tisch liegen. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr gleich in Ruhe sehen, denn die ersten 8 Lose sind für unsere Podcast-Unterstützer auf Patreon oder Steady. Die bezahlen im Monat 45 Euro und bekommen dafür 2 Gutscheine, also 2 Lose gratis dazu und den gesamten Podcast mit allem drum und dran. Und die ziehen wir zuerst. Das heißt, wenn die da sind, können sie auch jetzt mitentscheiden, was sie bekommen. Wenn sie nicht dabei sein sollten, gibt es Überraschungspakete. Wir Ja, können und ganz kurz nochmal Sebastian danken dafür, dass er, glaube ich, derjenige ist, der am längsten uns unterstützt mit 42 Monaten. ja, er ist mit Sicherheit einer der längsten. Ob er der längste ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben 2 oder 3, die über 40 haben. Aber er müsste vom ersten Monat fast dabei sein. Also vielen, vielen Dank an Sebastian nochmal auf diesem Wege, auf jeden Fall. Noch was zur Erklärung. Machen wir es so: Wer Lose kauft, bekommt seine Ware portofrei. Sollten wir hinterher noch Festpreisspiele hinlegen, das entscheiden wir immer anhand der Anzahl der verkauften Lose, dann gilt wieder die Beschränkung oben, dass man 50 Euro Gesamtwert haben muss, außer man hat vorher schon ein Los gekauft. Wer Lose kaufen möchte, kann das jetzt in Ruhe tun. Bezahlung oben über PayPal. Bitte immer eure Anschrift mit reinschreiben, damit wir wissen, wo wir die Sachen hinschicken. Und dann werden die nachher, wenn wir mit den Unterstützerlosen durch sind, der Reihe nach ausgelost. Ja, ich sage einmal die Reihenfolge, wie wir mit den Unterstützerlosen anfangen. Dann könnt ihr euch darauf schon mal einstellen, falls ihr vor Ort seid. Als erstes Michael G., dann Tobias A., dann Sebastian und dann Richard. Das sind die Unterstützerlose, die wir zuerst durchlaufen lassen. Und danach folgen die 7 Lose, die bereits verkauft worden sind und die weiteren, die hoffentlich noch im Laufe der nächsten Minuten sich verkaufen werden. Und wir machen das Ganze so lange weiter, bis einige Minuten lang keine Lose mehr gekauft werden. Wir werden weiter besondere Sachen ins Glücksrad packen nachher. Wenn wir mit Unterstützern durch sind, gucken wir, wie viele Lose verkauft worden sind. Dann kommen noch wieder Aufklebersets dazu, Extralose, alte Retro-Zeitschriften oder einiges mehr. Ja, ich frage mich jetzt, wo Robin ist. Eben war er noch da. Ich würde gerne anfangen. Nein. Man kann dich nicht hören, wenn du nicht am Stuhl sitzt, Robin. Ab Haben 20 wir es? Meter fällt bei uns das WLAN aus. Ich habe noch mal ein bisschen. Ich komme schon. Der Robo-Robin, genau. Robo-Robin. Eine Robo-Robin schöne. ist wieder da. So, wir fangen dann mal an mit den ersten Losen für unsere Unterstützer. Wir fangen an mit Michael. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen im Chat. Er bekommt ansonsten ein Überraschungspaket, Amiga-PC, was er sich immer gewünscht hat. Wenn er da ist, kann er selbst sich Sachen aussuchen. Robin muss erstmal Spiele überhaupt auf Da den ist Tisch er. packen. Er ist da. Ja, Er ja. packt doch, du hast 1 Minute Zeit, Robin, da wir so noch Werbung haben gleich. Pack erstmal ganz in Ruhe die Spiele auf den Tisch und dann fangen wir an. Ich fange mal an mit Rolling Stones Voodoo Lounge, eine interaktive CD-ROM. Dann haben wir ein Kommandos im Auftrag der Ehre. Wir haben ein PBA Bowling verschweißt. Ein Harvest of Souls. Ein Tycoon Collection auch verschweißt. Ein Schism, wie viel darf ich noch?
Ja, mindestens fünf war immer die Regel. Also du hast schon da sechs Genau. Stück stehen, aber du kannst Dann auch gerne eins dazu tun. Crème de la Crème, ein Firewall, ein Echtzeitstrategiespiel, Klatsch Was von ist auf der Asta. Tycoon Collection? Das kann man von hier nicht sehen. Sag das mal einmal Tycoon dazu. Collection ist Railroad Tycoon 2, Rollercoaster Tycoon und Transport Tycoon Deluxe. Wunderbar. Bundesliga Manager 99, das ist, glaube ich, die erste EA-Lizenz für einen Manager. Dann packen wir noch mit dazu ein Genome verschweißt. Für denjenigen, der das in Plastik braucht. Mein Gott, so viel Auswahl hatten wir noch nie am Anfang. Ja, ich belasse es dabei auch erstmal. Ist ja wunderbar. Also wie gesagt, wir losen jetzt gleich aus. Wenn das Glücksrad auf ein Stoppfeld kommt, dann kann sich die Person, die gerade dran ist, ein Spiel von den dort stehenden aussuchen. Und alles, was vor dem Stoppfeld fällt, bekommt man zusätzlich dazu. So, Michael ist da. Dann können wir ja mal anfangen und gucken, Moin Meatbox, ob auch das moin Tim Glücksrad. Shady, den habe ich auch noch nicht persönlich Ob begrüßt. das Glücksrad heute. Ah, der Michael ist ein bisschen, ja. Ja, das ist nicht, das ist nicht nur unsere Schuld, weil er hat auch schon so verdammt viel. Ja, Das ja, ist ja, immer ein ja, ja. Problem. Du kannst gerne erstmal auf Überraschungspaket stehen und falls du nachher noch Sachen sehen solltest, die über sind, während des gesamten Bingos, kannst du dich auch für die dann entscheiden. Das ist nie ein Problem. So, wir drehen das erste Mal am Rad und gucken mal, ob du etwas zusätzlich bekommst. Meine Kiste mit den skurrilen Spielen ist Bombe gefüllt, So, das aber erste let's Mal ist go. das Glücksrad hast du nicht Glück gehabt, aber du bekommst ein Spiel, was dort steht, oder wie gesagt, etwas anderes. Kannst du selber entscheiden, du kannst aber die Sendung noch abwarten. Machen wir Ah, erstmal Express. Überraschungspaket, genau. Kannst du hinterher gerne noch ändern, wie gesagt, wenn noch Sachen über sind oder du Sachen siehst, die keiner haben möchte am Ende des Glücksrades, sehr gerne. Wir drehen das zweite Mal am Rad und gucken mal, ob da noch etwas zukommt. Oder ob wieder irgendjemand nachher alles absahnt. Ein Steam Key gibt's für Michael schon mal. Das ist ja schon mal ein Extra. Nee, das ist nicht Glücksrad. Ich weiß auch gar nicht, warum, Patrick, warum du so viel Platz gelassen hast oben, weil wir tragen ja gar nichts mehr ein. Weil dann bei die Spiele verschwinden. Das ist einfach Mathematik, Robin. Ah, okay, na gut. Ich kann es dir gerne zeigen. Wenn ich hier oben vergrößere, verschwinde entweder ich oder du. So ist gut. Ja, nee, das ändert ja auch nichts. Jetzt bist du weg, genau. Nee, das ist leider schwierig. Man könnte es anders überlappen, aber das ist eine andere Sache. Ja. So, ich muss einmal kurz nochmal wieder in den Chat rein. Wir entscheiden die Überraschungspakete tatsächlich verhältnismäßig spontan und gucken, dass wir auf die Preise kommen. Sie können ja gerne mal Leute, die Überraschungspakete bekommen haben, reinschreiben, was sie bekommen haben. Wenn Bei sie es noch wissen. Atari werden es teilweise drei, vier Spiele sein, je nach Preis. Beim C64 müsste man halt gucken. Da sind Kassetten und Disketten gemischt meistens. Das wissen wir gar nicht vorher, weil wir tatsächlich nicht die Sachen vorher packen. Wir gucken, was preistechnisch passt und packen dann Sachen zusammen. Weder besonders schlechte oder auch nicht besonders interessante oder uninteressante Sachen. Wir gucken wirklich, was preislich passt und was irgendwie Sinn ergibt. Also wir versuchen da immer möglichst fair zu sein. Aber natürlich ist es trotzdem eine Art Überraschung, weil wir selbst erstmal nicht wissen, wo wir anfangen. Beispiele gab es genug, die wissen wir aber jetzt natürlich nicht auswendig, weil die Sachen haben wir ja schon das letzte Mal vor einigen Monaten verschickt. So, wir sind beim zweiten Los, nee, beim zweiten Los von Michael, genau. Ein Steam Key gibt es auf jeden Fall extra, den gibt es hinten drauf, wollte ich gerade sagen. Den gibt es per E-Mail hinterher, meine Güte. Gab es einen hinten drauf, Patrick? Ja. Wahrscheinlich hast du erst 10 Stück. Du bekommst gerne auch noch eine Retro-Card. Das sind unsere kleinen Karteikarten, nee, Karteikarten. Und drei, das ist jetzt vier. Unsere kleinen Kreditkarten großen Kärtchen und die haben den Vorteil, dass man damit zum Beispiel alle 2 Wochen im Podcast, wenn die no eigene Nummer gezogen wird, Steam Keys gewinnen kann. Man kann hier in der Relocation einige Goodies damit Das ist ja besonders gut für Michael. abgreifen. Ja, gut, wenn er mal einmal da ist, Er hat war er ja schon ja. mal da. Da hat er aber noch keine Karte, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Da gab es, glaube ich, keine Retro-Cards. Nee, und jetzt kriegt ein Getränk umsonst, man kann an Spielewettbewerben teilnehmen und wie gesagt, alle 2 Wochen Steam Keys gewinnen. Wer so eine Karte haben möchte und nicht hier übers Glücksrad bekommt, die kann man für einmal 10 Euro bekommen. Da reicht es einfach, per PayPal 10 Euro zu überweisen und dann schicken wir euch die zu. Und die sehen wirklich sehr schön aus, die Karten, und haben eine geprägte Nummer
Und da findet ihr auch alle Infos auf retrocard.de, falls es euch interessiert. Aber wir sind immer noch beim zweiten Los von Michael. Sollte etwas Gleiches doppelt fallen, zählt es innerhalb eines Loses nicht, außer bei skurrilen Spielen. Die gibt es beliebig oft. Ah, das war knapp vorbei. Das wäre dann das zweite Spiel. Also ich stelle es erstmal auf Überraschungspaket. Der Patonkemonkey, der am weitesten von euch allen weg ist, der weiß, dass es ein Freigetränk pro Retrocard als Frage richtig Nicht ein Freigetränk. pro Retrocard, pro Besuch. Ja, Also bei natürlich. drei Retrocards gibt es keine drei Freigetränke. Das ist nicht machbar, weil dann fangen die Leute an, untereinander Getränke zu tauschen und das wäre kontraproduktiv. Ah, Schism hat er nur in der DVD-Box, er nimmt die Big Box. Dann machen wir gerne ein Schism für dich. Wir machen Schism? Was? Nee, hätte das nicht so sagen Robin sollen. macht ein Machen wir. Schism. Dann sag mir mal die Nummer, bitte. 72315. Machen wir mal ein Schissen für dich. Das klingt ganz, ganz, ganz komisch. Ich habe Kasten Bier für 10 Retro-Cards. Ja, super Idee. Das hätte ja noch irgendjemand garantiert versucht, wenn wir das nicht ausgeschlossen hätten. Wir hatten schon mal jemanden, der das auch gefragt hat. Gefragt, aber nicht ernsthaft. Das war eher so als Witz Ja, das war gefragt. so als Gag gedacht, genau. Genau. So, wir sind jetzt bei Tobias. Hast du vorhin gesehen, ob Tobias da ist, Robin? Der Ich Tobias habe A. keinen Tobias-A gesehen, aber vielleicht hockt der im Cash und wartet einfach zu springen und Wir gucken mal. rauszukommen. Ansonsten setzen wir ihn auch erstmal auf Überraschung. Ach, er ist auch Ah! da. Wunderbar, mein Gott. Alle sind sie da, wenn das Draht sich dreht. Das ist super. Noch ist das Rad nicht gut gelaunt mit Boni. Mal gucken, ob sich das heute im Ich Laufe kann noch des mal Abends noch einen ändert. Flashpoint Korea mit in den Ring Genau. schmeißen. Ja, du darfst dich entscheiden, Tobias, was du haben möchtest. Von denen insgesamt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Robin hat 9 Sachen dahin gepackt. Das Adam Genom. Genome, sehr gerne. Einmal bitte die Genom-Nummer. Oh Gott. 1647. Das ist vermerkt. Das war das erste Los. Schauen wir mal, was das zweite Los Leg los, bringt. Eis. Ich wollte jetzt keine Loswitze machen diesmal. Es fällt mir schwer. Aber Ah. manchmal muss man loslassen können. So, die zweite Entscheidung bitte von Ich packe noch mal Tobias. was nach. Wir nehmen noch Entschuldigung, ja, natürlich. Olympic Games, packe ich noch mit Ich bin dazu. zu schnell. Tobias Und darf die zweite Polen. Entscheidung treffen. Tycoon Collection. Nein, er sammelt keine Collections. Voodoo Lounge. Hier darf jeder noch selbst entscheiden. Olympic Games, sehr gerne. Das ist Olympic Games, ja. 72017. Das Das. offizielle Lizenzprodukt der Atlanta Committee of Olympic, du weißt schon. So, das Glücksrad hat sich zurückgehalten. Jetzt ist Sebastian dran. Das wäre ja wieder wie Warum, ein Witz. wie oft hast du denn eigentlich die Spiele mit drin Fünfmal. gehabt? Fünfmal. Mach mal 10 Mal. Ich habe einen Nein, ganz nein, guten. nein, nein, nein. Hört das nicht wieder auf. Wir haben so schon teilweise sechsmal am Stück gehabt, Robin. Ich glaube, dass wir haben Ich schon packe noch fünf. ein Abomination mit dazu in der deutschen Fassung. Irgendwann kommt ja wieder die Person, die alles kriegt. Bin da, hurra, ja. Jetzt, und jetzt dreht das Glücksrad durch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mal Ja. gucken. Ich habe damit nichts zu tun. Ich drücke nur auf den Knopf. Sebastians erstes Los ist im Rund. Und er kriegt ein skurriles Spiel. Dann kriegt er doch glatt mal Luxor 5, also Luxor. Es ist so lustig, es ist immer. Okay, immer noch das erste Los von Sebastian. Jo, er darf sich für einen Titel entscheiden. Er nimmt Firewall, glaube ich, weil er das nicht kennt. Tycoon. Tycoon 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 Collection. Das ist Collection. die 56097. Ich packe ein Sin mit in die Kiste, aber es hat kein Handbuch. Da ist nur die CD drin. Dafür ist die Hülle, sieht ganz gut aus. Nicht atemberaubend, aber sieht ganz gut aus. Los Nummer Und zwei für Sebastian. ein Gorazul, das Vermächtnis des Drachen. Auch noch mit dazu. Sebastian bekommt ein skurriles Spiel. Ja, ich warf meine Kiste und er kriegt einmal die Nacht der Vampire. Wie gesagt, die Sachen gibt es immer dazu, zu dem Titel, den man sich für sein Los nachher aussuchen kann. Das Glücksrad läuft sich langsam ein. Kleiner geworden. Und die zweite Entscheidung von Sebastian steht an. Gorazul. Das ist zu viel. Ghostbusters geguckt. 72027. Habe ich übrigens gestern geschaut, das neue Ghostbusters. So, und dann haben wir noch zwei Lose von unseren Unterstützern und dann geht es an
Ein euch, englisches für Diablo euch alle 2. weiter. Jetzt ist Richard dran. Wir gucken mal, was das erste Los Richard einbringt. Du darfst die Entscheidung treffen. Knapp am skurrilen Spiel Darfst vorbei. eine Adam Firewall, oder? Er darf selbst entscheiden und wir warten einfach mal ab. Oder Voodoo Lounge. Soll ich nochmal lesen? Firewall. Wunderbar. Das ist Firewall. ADI. Jo, Heißt haben die wir? ARI, oder? ARI Games. 72049. 72049. Habt ihr noch PC-Power-Heft-CDs? In der Schrottkiste nicht, aber wir haben Spiele. Wenn da Spiele drauf waren, haben wir die im anderen Lager. Müsst ihr uns mal eine Liste schreiben, was du noch brauchst? Dann müssen wir gucken. Wir haben noch über 10.000 Spiele-Vollversion in Papphüllen im Archiv, aber die haben wir nicht in der Kiste liegen bei den skurrilen Dingen. Da sind eher DVD-Spiele bei. Black Powerline Volume 2 mit Sarah Conn, Rolling Ronnie, Mit Lords Sarah of Connor? Doom. Mit Sarah Connor, genau. Rolling Ronnie, das ist dann eher so ein Ostspiel, glaube ich. Lords of Doom. Oh, das lässt mal Oliver nicht hören. Ich weiß. Return of Medusa und Crime Time. Das ist eine schöne Eine Collection. Die ist Starbite echt gut. Collection, genau. Ja, die ist super. Und Ist da hier. Und ich packe hier nochmal ein Theme Hospital mit drauf. In der Low Budget, aber drin ist alles so, wie es soll. ja, das zweite Los von Richard läuft los. Ja, Black Bauer steht, genau, das steht im Schwarzwald. Genau, du darfst dich entscheiden, Richard, was du als zweiten Die Titel anderen haben Witze kann ich ja möchtest. leider nicht mehr machen. Genau. Wir warten mal auf die Entscheidung. Die Entscheidung. Wenn er es im Handy guckt, kann er ja noch nicht mal sehen, was hier steht. Black Powerline, Bundesliga 99, Abomination, das Janes Add-on für den Apache, beziehungsweise für den AH-64, die. Ach so, nee, das Abomination ist Rülpsdurchfall, glaube ich. Das ist James, alles James, klar. ja, dann sag mir einmal die. Sehr gerne, bevor sie alle umfallen hier. Das ist 72421. Das hieß wie? Longbow Operation. Flashpoint Korea. Ich habe es unter F vorhin weggepackt, deswegen muss ich gucken, dass ich es wieder finde. So. Wunderbar. Das sind jetzt alle Lose unserer Unterstützer. Und gleich geht es dann los mit den. Los. Egal. Gleich beginnen, ich versuche jetzt mal nicht das Wort los mitzunehmen. Gleich beginnen wir dann mit den ja, neu gekauften Losen und Ich machen. packe noch ein paar Spiele dazu, weil ich weiß, dass derjenige, der Lose gekauft hat, auch immer auf andere Sachen stiert. Er kriegt einmal, also es gibt einmal Flintstones Phone Pack für Windows 3.1, das ist verschweißt. Ich Dann haben wollte wollt wir gerade die Pause einläuten, aber egal, machen wir mal. Black Man. Ach so, dann komm, hau die Pause rein. Du kannst auch jetzt erstmal die Sachen hinlegen. Alles gut. Wir machen danach nochmal ein paar Minuten Pause. Genau, Lord Kito schreibt sich her. Dann mach mal weiter, Robin. Wir machen dann trotzdem noch Black eine Pause. Monday von Key Punch Software. Dann habe ich noch gefunden Casino Collection von Capstone. Achtung, CD-ROM. Ich schiebe das mal so ein bisschen rüber. Ich glaube, das hatte er schon. Baccarat Professional von Matt Software Partner in Haar bei München. Das kennt er, glaube ich. Dann habe ich noch den Volleyball-Simulator. Ich glaube, irgendeine unbekannte Firma hat das hergestellt. Sofgold, glaube ich, noch nie gehört. Und dann habe ich noch Escape from Tarkan. Das hat nichts mit Chigidim zu tun. Das ist mit H geschrieben. Das ist ein super Weltraumshooter, steht da drauf, von Böder Software. Und ich habe noch, nee, das packen wir nachher. Alles klar, jetzt kannst du eine Pause machen. Dann kann ich gleich eine Pause machen. Das ist schön. Dann machen wir das ganz einfach. Dann gibt es jetzt eine 5-minütige Pause. Ihr habt noch Zeit, Lose zu kaufen. Ihr könnt auch hinterher noch während der Sendung weiter Lose kaufen. Aber wir füllen ja dann noch andere Sachen ins Glücksrad ein, je nachdem, wie viele Lose rausgegangen sind. Wir sehen uns hier in 5 Minuten wieder. Und dann geht es mit den normal gekauften Losen weiter. Wahrscheinlich ist gleich wieder der Chat verzerrt. Da weiß ich noch nicht, wo das Problem ist. Jetzt checke ich gleich mal. Also. Schaue ich gleich mal und in 5 Minuten geht es hier weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen in unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg.
Unsere Besucher können sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Homecomputer, Spielekonsolen und Games begeben. Das Ziel des Retro-Spiele-Clubs ist es, die Entwicklung der Computertechnik sowie der Videospielkultur von den 70er Jahren bis nach der Jahrtausendwende zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Der Sammlungsaufbau erfolgt durch gezielte Ankäufe sowie Spenden von Geräten und Zubehör. Neben der Möglichkeit des Spielens und Ausprobierens bieten wir auch regelmäßig Lesungen, Vorträge und themenbezogene Veranstaltungen für den Fachaustausch an. Bei uns kann man an knapp 50 Spielstationen die Geschichte der Computerspiele und Technik selbst neu erleben. Wir sind aber ein bespielbares Museum, alles darf und soll benutzt und ausprobiert werden. Von Pong über C64, vom Amiga bis hin zu Konsolen von Sega, Nintendo, Atari und diversen Exoten sowie einem klassischen PC-Netzwerk kann man alleine oder in Gruppen, 5 bis 60 Leute sind kein Problem, eine lehrreiche und spaßige Zeitreise machen. Die Vocation ist zum Beispiel auch ideal geeignet für kleine Events oder gesellige Abende für Freunde, Firmen oder auch Ausflüge von Schulklassen und anderen Bildungseinrichtungen. Donnerstag haben wir ein Open House von 17 bis 22 Uhr, wo man uns natürlich auch gerne besuchen und kennenlernen kann. Einmal im Monat sind wir auch samstags während unseres legendären Retro-Lagerfeuers auf Twitch, das aus der Location gestreamt wird, von 12 bis 20 Uhr vor Ort erreichbar. Die letzten Monate haben gezeigt, dass diese Location für Personen jeglichen Alters und Geschlechts eine hohe Anziehungskraft ausübt. Das Klischee von Männern über 35 trifft überhaupt nicht zu. Veranstaltungen mit Schülern, Studenten und auch Rentnern zeigen das hohe Interesse in allen Gesellschaftsschichten. Sogar Geburtstage von Kindern und Jugendlichen fanden schon bei uns statt und zeigen, dass es auch ein starkes Interesse an alter Technik und Spielen bei den nachwachsenden Generationen gibt. Wir bieten auch Werbemöglichkeiten und Sponsoring in unserer Location oder unseren Audio- und Videokanälen. Unser Retro-Kompott-Podcast zieht zum Beispiel seit über 5 Jahren eine hohe 4-stellige Anzahl von Hörern im Monat an. Zusätzlich möchten wir auch zukünftig Schulklassen und oder auch Gruppen aus sozial benachteiligten Bereichen über gesponserte Eintrittskarten einen möglichst günstigen Zugang zu unserer bespielbaren Ausstellung ermöglichen. Donnerstags und an offenen Samstagen ist keine Anmeldung notwendig. Bitte informiert uns für andere Termine mindestens 24 Stunden vorher per E-Mail über euer Kommen, damit wir besser planen können und keiner gegen eine verschlossene Tür läuft. Exklusive Buchungen für Gruppen sind wie gesagt jederzeit zu beliebigen Zeiten von Montag bis Sonntag möglich. Da bitten wir um eine Anmeldung mindestens 7 Tage vor dem gewünschten Termin. Kurzentschlossene können aber jederzeit gerne telefonisch nach einer weiteren Öffnungsmöglichkeit nachfragen. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrospieleclub.de. Wir freuen uns auf euren Besuch und eine gemeinsame Zeitreise in die Vergangenheit.
So, ich hoffe, ich habe diesmal den Anschalter wieder gedrückt und man hört uns wieder. 14 Lose sind inzwischen rausgegangen. Ihr könnt aber weiterhin natürlich noch Lose erwerben. Ich sage einmal die Reihenfolge, wie jetzt die Lose gleich ausgelost werden. Ja, was ihr da mit den Einsprechern sagt, das war schon Absicht, dass wir es so gemacht hatten und wir mögen die Stimme. Und wir hatten da vorher noch eine andere Stimme und die war eigentlich ganz passend, fanden wir, und das ist immer Geschmackssache. Die englischsprachige ist sehr skurril, die hat einen ganz starken amerikanischen Akzent und da haben die englischen Gäste sich sehr drüber amüsiert. Also es macht immer Spaß, die Sachen vorzuführen. Einmal kurz die Reihenfolge, wie jetzt die Lose weitergehen. Zwei Lose kommen von meiner Frau, das sind die ersten beiden. Dann kommen Lose von Stefan, dann von Michael und dann von Richard. Das ist die Reihenfolge, wie wir gleich weitermachen. Und da ja jetzt schon 14 Lose raus sind, packen wir noch mal ein paar Dinge zusätzlich in den Lostopf. Einmal packen wir wieder ein Aufkleberpaket dazu. Das sind retrobezogene Aufkleber, die hier in der Location extrem guten Anklang finden. Es werden ständig bei uns kleine Spendensummen in die Box geschmissen und sich Aufkleber genommen. Das muss etwas bedeuten. Das heißt, die Kleber kommen sehr gut an. Es muss etwas Ja, bedeuten. ich hätte nie gedacht, dass Aufkleber Leute so faszinieren. Das hatten wir ja schon mal erzählt. Das war ja schon an der Uni, als wir da aufgebaut hatten, extrem. Das ist irgendwie ein neuer Trend. So, und wir packen noch ein extra Los rein. Das heißt, wenn es darauf fällt, gibt es noch mal ein Los extra. Und du kannst noch ein weiteres Feld aufmachen. Ich schmeiße gerne einmal in die Runde. The Art of Warcraft, ein wunderschönes Buch, relativ früh in der Soll ich jetzt schon Warcraft-Zeit. reintun? Jetzt Ja, schon rein? Okay. pack jetzt schon mal rein, weil die Leute, die uns unterstützt haben, die beiden, die größere Mengen gekauft haben, die sollen auch mal was Mal abbekommen von gucken, dem. wer es dann bekommt. So, wir fangen einfach mal an. Ihr könnt jetzt weiterhin noch natürlich Lose erwerben. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn noch mehr Lose rausgehen, packen wir auch noch weitere Dinge wieder ins Glücksrad. So, die ersten beiden Lose kommen von Sabine. Vielen, vielen Dank auf diesem Wege. Ich weiß, sie hat, glaube ich, den Ton gerade ausgestellt, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Erwerb. Ich soll damit machen, was ich möchte. Oh, Das das ist heißt, gut. ich werde die Boni, falls sie fallen, nachher wieder verschenken. Wir gucken mal, was wir dann damit machen, Robin. Aber wir drehen Gott, oh einmal, Gott. ob überhaupt Boni fallen. Ah, er hat das Ein operiert. Aufkleberpaket, das ist schon mal sehr schön. Hast du es gelesen, Patrick? Im Augenblick nicht. Der Tobias möchte gern das Olympic Games rausschmeißen und dafür lieber ein PC-Überraschungspaket haben. Das kann er gerne haben. Hat es doch schon. Ach so, okay. Ja, Muss ich einmal ja. kurz, korrigieren. Kleinen Moment. Einmal. Dann stellst du das Olympic Games einfach wieder zurück auf den Tisch wieder Ja, am besten. kann ich gerne wieder auf den Tisch packen. Du kannst aber sonst auch was jetzt am Tisch liegt, noch dir Ich habe aussuchen, weil jetzt wäre ja ja. normalerweise ich dran, beziehungsweise meine Frau, und da kannst du auch gerne, wenn du jetzt was von den Sachen, die du jetzt siehst, haben möchtest, geht es auch. Das wäre kein Problem. Solange jetzt noch die Lose, die ersten beiden dran sind. Wer war jetzt dran? Zurzeit Immer noch Sabine. Sabine, alles Ja, klar. genau. So, ich soll entscheiden, was ich mache damit. Das erste ist eine Spende für die Location dann, weil davon brauche ich, wenn nur ein Spiel. Vielleicht nehme ich das beim zweiten. Mal gucken. Das zweite Los läuft durch. Danach, wie gesagt, Stefan, Michael und Richard. Ein Ein skurriles skurriles Spiel Spiel. gibt es nochmal obendrauf. Es wird ein, oh, das ist kein skurriles Spiel, Prisoner of Ice, ein sehr gutes Adventure. Auch ganz schön gruselig, wenn man sich drauf einlässt. Ups, jetzt habe ich was. Das Glück ist gerade verschwunden. Kleiner Moment. Bleib doch mal! Hui, Bouncing Glücksrad. Super. es macht Sport. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber es ist weggehüpft. So, und wir Oh, das war landen knapp. wieder. Das war knapp, ja. Wir landen wieder auf dem Feld. Die Black Powerline, was war da noch drauf? Robin, kannst du noch mal kurz gucken? Die Black Powerline beinhaltet Zarakon, Rolling Ronnie, Lords of Doom, The Return of Medusa und Crime Time. Nee, also ich werde tatsächlich das Volleyball-Sim nehmen für den PC. Echt? Ja. Du wirst einen traurigen Stefan hinterlassen.
Das kann sein, aber ich sammle selber Rainbow Arts Spiele und das passt dazu doch, oder? Ist das I nicht so? think so. Genau. Dann sag mir einmal die Nummer. 53998. Und ich habe die Amiga-Fassung, glaube ich, gerade verkauft oder irgendeine andere Version davon. Und die fehlt mir noch. Jetzt ist Stefan dran. Fünfmal ist er dran. Und wir sind gespannt, was er alles heute Abräumt. bekommt. Stefan, also du kannst das dazulegen, wieder, falls du möchtest, Robin, das weiß ich nicht. Ich packe noch mit dazu aus der PCXTAT-Serie Strike Force mit Striker, Flightmare, The Red Baron und Kamikaze, Was eine ist das für eine kleine Sammlung? Die habe ich noch nie gesehen. Prison Leisure Geil. Minibox. Das ist ja das, was er sammelt. Das habe ich noch nie gesehen. Gefahren. Also, Stefan, es geht los mit deinem ersten Los. Ich wollte nicht los sagen, ach Mann. Ach, du Klappt. loses Mundwerk. Klappt nicht. Erstmal bekommt er, was auch immer da, 5 Steam Keys. Yeah, Spiele, die er nicht haben möchte, auch nicht spielt, aber Er spielt Spiele und da sind tatsächlich, wir haben ganz gute Rückmeldungen bekommen, dass viele von den Steam Keys echt gut sind. Die nehmen wir tatsächlich per Zufall aus einer Liste raus von Steam Keys, die wir selber mal gekauft haben oder bekommen haben. Die erste Entscheidung von Stefan. Du darfst dich jetzt entscheiden. Okay, an andere Losverkäufer. Die geben wir gerne weiter. Entscheiden wir nachher. Vielleicht kriegt der, der am meisten Lose gekauft hat. Und der nicht Lord Kittich Stefan. möchte Black Power haben. Jo, einmal Black Power. 72056. Vielen Dank. 72056. Genau. Nicht Bulk Power, Patrick. Black Power, mein Gott. Bulk Power. Ja, wir sind beim zweiten Los. So, ich muss hier nochmal ein Spiel hinstellen, Und ne? starten jetzt. Ich habe nicht losgesagt, sehr gut. Wir packen noch ein Excessive Speed dazu von Topware. Falls du es haben möchtest, bekommst du die Art of Warcraft, den Bonus, Stefan. Oh Hast du das ja. schon oder hast du das noch nicht? Kannst du damit was anfangen? Ansonsten packen wir es wieder zurück. Habe ich Es noch ist nicht noch ver. gerne. Endens gerne. Oh, Wunderbar. Das wunderbar, freut uns. klasse. Dann lösche ich das hier einmal raus. Da sieht man schon wieder, manchmal ist das Glücksrad echt gut drauf. Und weiter geht's. Immer noch das erste Los, denn erst wenn es auf so einem Feld landet, ist die nächste Entscheidung da. Du darfst dir das nächste Spiel aussuchen, Stefan. Das zweite, ja, das zweite Los, klar. Das ist Das Los Nummer vier. Böderteil, ja, warte mal. Das blöde Teil, also das blöde. Das. Das Böderteil. Dann Du sag hättest mir mal. gerne Escape from Tarkan. Ah, ja, ich gehe, ich gehe. Einmal die Nummer, bitte. 7490. 9-0. Wunderbar. Los Nummer 3 von Stefan ist dran. Patrick, bevor du jetzt weitermachst, also ja gut, Ja, du kannst es läuft gerne noch schon. ein Feld reinmachen, nämlich einmal das Diablo 3 Mauspad, was wir noch haben, können Lass auch uns gerne das hier auch rein. gleich machen, Robin. Meinst du? Ein Ja, skurriles Spiel kriegst du nochmal das Glück vorher. gerade ist gerade so gut drauf. Ich will es nicht aus dem Takt bringen. Ich Ein habe skurriles Spiel. B-Hunter, können wir verteilen nachher, wer das auch mal haben möchte. Ja, oder er möchte es haben, muss er entscheiden. Wir warten natürlich immer auf die Rückmeldung. Wieso kann ich hier nichts tippen? So, jetzt kann ich tippen. Schauen wir mal weiter. Okay, er nimmt es. Was? Behunter wahrscheinlich. Möchtest du auch das Aufkleberpaket haben? Das ist wirklich nett. Oh, das kannst du an die Brut weitergeben, Stefan. Oder Die freut sich bestimmt. damit bekleben. Ja, Aufkleber, wunderbar, nimmt er immer. Die sind auch wirklich witzig. Also ich habe hier lustige Situationen erlebt, die ich erstmal nicht verstanden habe. Ja, Christian, heute wird was rausgehauen. Absolut. Und es geht weiter. Das ist noch ein skurriles Spiel für Stefan. Magic Carpet 2, auch das ist kein skurriles Spiel, aber wir haben es hier liegen und es kam weg. Und es ist immer noch das gleiche Los Jetzt hast du es von getickert Stefan. hier. Ja, macht ja nichts. Wie gesagt, Lose könnt ihr jederzeit noch kaufen nebenbei. Das ist so Gibt er weiter, skurril. okay. Und er darf die nächste Entscheidung treffen. Ich muss mir genau notieren, was wir weitergeben. Also da unten liegt noch Flintstones Phone Pack, Black Monday, das Casino, die Casino Collection, Baccarat Die Stones. Professional. Die Stones? Ja, die Stones kann er gerne Ach, haben. die Voodoo Stones. Lounge. Die Voodoo Lounge. Einmal die Nummer, bitte. 21 06. Das ist vermerkt. So, das vorletzte Los von Stefan.
geht jetzt auf die Reise. Ich packe noch ein Warwind 2 Human Onslaught in der amerikanischen Version drauf und hoffe, dass es hierauf steht. Und das ist natürlich Keks. Jetzt darf der Stefan die nächste Entscheidung treffen. Was ist Black Monday? Ich kenne nur Yellow Krank. Ich kenne auch Black Monday. Das Casino-Dingens erstmal an, Lord Kritisch. Das Casino-Dingens. Die Collection, die Capstone Collection mit Strong Capstone? Castle 2, Lots o' Slots und Poker. Du bringst mich gerade durcheinander. Die Casino-Dingens ist doch was anderes, oder nicht? Was? Das ist Casino Collection. Ach so, daneben liegt noch Black Mine. Oh Gott, das heißt ja alles eher. Capstone Collection, alles klar. Nee, passt, alles Okay, gut. die Nummer brauche ich einmal. 900. Jo, habe ich vermerkt. So, ein Los haben wir noch von Stefan. Das geht jetzt in die Box aufs Glücksrad. Balatro? Das sagt mir gerade gar nichts, aber es ist Balatro? das nächste skurrile Spiel, was Stefan entweder haben darf, weitergeben darf oder mitmachen möchte, machen kann, Super was er EF möchte. 2000 ist ihm wahrscheinlich auch zu skurril. So, es geht weiter. Weg damit. Ja, wir gucken mal, wer das alles dann am Ende bekommt. Und die letzte Entscheidung in dieser Runde für Stefan. Black Monday von Key Punch oder Baccarat Professional? Was, oder diese XT Collection? Oder das. Ab in dem Wasser. Ja, ich ruppel hier mit meinem Bauch immer gegen den Tisch und das führt zu nichts. Das sind Sätze, die möchte ich hier nicht hören. Du darfst noch einmal entscheiden, Stefan. Baccarat. Baccarat. Yes, Sir, I can boogie. Baccarat, ja. Hat das eine Nummer? Das hat die 1934. Ist vermerkt. So, als nächstes kommen gleich die beiden Lose von Michael H. Und für alle, die jetzt noch dazugeschaltet haben, ihr könnt alle noch Lose erwerben. Ein Los kostet 25 Euro. Wer vier Lose kauft, erhält ein fünftes gratis und kann, wie gesagt, für jedes Los immer mindestens ein Spiel, was auf dem Tisch liegt, erwerben, bekommen, aussuchen und bekommen zusätzliche Sachen, die im Glücksrad noch fallen. Und ja, wer Lose haben möchte, wie gesagt, bezahlen per PayPal, bitte Adresse mit eintragen und dann geht das hier so lange weiter, solange Lose verkauft werden. Wir haben jetzt die beiden Lose von Michael und gucken mal, was das erste Los ihm bietet. Ich habe noch dazu gepackt, einmal Rogue Spear in der amerikanischen Version. Achtung, das ist eine Ex-Verleih-Version. Die hat überall so kleine Kleber mit drauf. Und habe ich da unten irgendwas geändert? Nö, habe ich nur zusammengeschoben. Das war's. So, der Michael darf sich ein Spiel aussuchen. Der Michael ist dran. Zusätzlich Überraschungspaket, das kriegen wir auch gerne hin. So, wir sind beim zweiten Los von Michael. Und schauen mal, ob da noch was oben drauf kommt. Nein, Michael darf sich aber das nächste Überraschungspaket oder Spiel aussuchen. Ah, okay. Nichts Was getauscht. ist denn A2600? Atari. Achso, Atari. Also ich habe es noch nie als Arzt. VCS hätte ich einfach, aber A2600, die Abkürzung kannte ich so noch nicht. Kein Problem, das können wir auch machen. Atari 2600. Wenn ich an die Kiste komme, Überraschungspaket. gerne. Ja, die standen gestern noch, vorhin noch draußen, oder? Hast du Die die. standen wo? Draußen? Die zwei Kisten waren rausgeschoben, aber nicht, die glaube ich nicht. Ne? Mal gucken. Wir kriegen das aber irgendwie hin. Jetzt haben wir die Lose von Richard. Damit geht es jetzt weiter. Genau, Atari VCS. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das sah ein klein so komisch aus, weil immer ein großes A davor ist für mich irgendwas mit Amiga. Amiga. Amiga 2600. Komisch. Und ich bin sowieso gerade A versaut, weil ich weitergemacht habe mit der Übersetzung bzw. des Einsprechens vom Interview mit Dave Haney und so viele A-Nummern, wie der Mann erwähnt hat, die es alle nicht gibt und alle nie in die Öffentlichkeit gelangt sind. Da versteht man irgendwann nur noch Amiga. So, Richard, es geht los.
darfst die erste Big Entscheidung treffen. Box. Soll ich nochmal vorlesen, was hier steht? Lies einmal komplett vor, ja. Excessive Speed, Bundesliga 99, Abomination, Rogue Spear in der US-Version, Achtung, Ex-Verleih-Version. Hier vorne haben wir einmal Warlords, Quatsch, War Wind 2, Kommandos im Auftrag der Ehre, PBA Bowling, einmal, Harvest of Swords? ja, das muss ich vorne gucken, weil hinten steht nichts drauf, einmal die Ich ist nur Silver. von den Farben her, deswegen. Achso, Diablo 2, eine Theme Park Version, da ist nur die Außenhülle, Kannst schon ist mal das so matschig. Rogue Spear wegnehmen, das nimmt er schon mal. Super, gerne. 905. Und ich packe dazu hin einen, was mache ich hier? Ein Carmageddon Uncut, aber in der bösen Replay-Fassung. Nein, ist gar nicht so böse, sie sieht einfach nur, sie sieht schön aus. Ich weiß nicht, was diese Firma, warum man das so einen Warum Designer nennen mag. die so viel Gelb umrand gepackt haben, meinst du? Ja, damit sie auffallen, aber das hätte man auch anders machen können. Das zweite Los von Richard ist im Glücksrad. Und Richard bekommt ein paar Steam Keys, da freut er sich ja immer und hat auch sonst Abnehmer dafür. Wunderbar. So, es geht immer noch weiter mit dem zweiten Los, denn wie gesagt, alle Sachen, die keine Big Boxen sind, gibt es oben drauf. Wir haben hier so viele Und verrückte Sachen. ein skurriles Spiel. Echt? Ein skurriles Spiel. Gerade wo ich am Rumfummeln bin, Ja. dann greife ich mal. Warte mal, wir nehmen mal. Oh, Ice Age 2 Kinder-Pinguin Gratis-CD-ROM. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist. Kinderpinguin, das ist von das ist ein Dings. Werbespiel. Ja, klar, so ein Werbespiel. Du schwimmst ins Team Keys, sehr gut. Das möchte ich virtuell umgesetzt sehen. Ja, in VR. Knapp dran vorbei, du darfst dir wieder ein Spiel aussuchen. Beinahe wäre es noch ein skurriles Spiel geworden. Die nächste Entscheidung von Richard. Excessive Speed, hat er das schon? Nee. Ich denke, er wird sich selbst entscheiden. Schau mal. Warband 2, sehr gerne. Yeah. So. Das hat die Nummer 1657. Ich packe als Alternative ein Icewind Dale in der schicken Erstausgabe hin. Und das steht auch nämlich wie eine 1. Da kannst du hier auch irgendwas draufstellen, wenn das hält. Richard hört uns nicht. Bitte in Gebärdensprache. Er hört uns nicht. Weiß ich nicht. Er hat zumindest geantwortet. Alles Also gut. dann ist alles gut. Solange er noch was schreibt, ist alles gut. Das dritte Los von Richard ist jetzt im Glücksrad. Richtig, lieber Cardano, das ist tatsächlich so, dass einige Replay-Versionen einfach nur eine Umhüllung sind um das Originalspiel. Das ist ganz gut, aber das war wahrscheinlich irgendwann zu teuer, die Dinger zu produzieren. Du musst es ja immer eine neue Verpackung bestellen. Schaut ohne Audio zu. Ich weiß nicht, was ihr meint. Keine Ahnung. Ein skurriles Spiel für Richard auf jeden Fall nochmal wieder. Sofort. Er hört uns. Alles klar. Greife irgendwas raus und er kriegt, oh, Isha 1. In der guten Karstadt-Grabbeltisch-Version. Das gibt's wieder dazu. 5 Mark. Die Heiermann-Edition. Das ist ein bisschen her. Und wo du schon dabei bist, Robin. Das nächste skurrile Spiel für Richard. Greifen wir mal rein. Wir sind gelandet bei Vollversion Line of Sight Vietnam und Breath of Winter von Spellforce in der PC Games Version. Sup. Und Ich habe weiter nämlich in geht's. den letzten Tagen nichts anderes gemacht, als in alten Kisten CD-ROMs zusammenzukratzen für diese Sammelaktion hier mit den. Ich habe rangeschrieben, Retro-Bingo-Schmissware, Patrick. Ist das nicht sympathisch? Muss ich jetzt die Schilder ändern von skurriles Spiel auf Schmissware? Nein, noch nicht. Nein. Keine Ahnung, was das ist. Danke trotzdem. Ja, Richard, du darfst dich wieder entscheiden. Wenn du irgendwas nicht erkennen kannst oder nochmal Robin die Sachen wiederholen soll, dann macht er das gerne. Dann frag bitte einfach. Ich packe nochmal einen Atlas mit dazu, damit hier diese Lücke weg ist. Also Excessive Speed, Bundesliga 99, Abomination, Carmageddon, Atlas, Diablo 2, Sin ohne Handbuch, Harvest of Souls, PBA Bowling verschweißt, Kommandos, Icewind Dale und da unten liegt einmal ein
Theme Hospital in der Low-Budget-Fassung, Olympic Games, diese XT-Spielesammlung, Black Monday, Flintstones Type Pack, das ist so eine Sammlung für Windows 3.1 Flintstone-Schriftarten. Wir schauen mal, was Richard haben möchte. Atlas hattest du schon mal mitgenommen, aber das ist ein rundenbasiertes Taktikspiel von den Machern von A-Train. Sehr japanisch. Das ist ein bisschen so wie Heart of Africa, wo du auf der Welt umherdüst, um Karten zu zeichnen im Prinzip. Du weißt Dröge, noch, aber. du weißt doch, was Richard wann mitgenommen hat? Das hat Richard schon mal. Er hat mich auch schon mal gefragt, was ist Ach Atlas? so, Das weiß ich okay. nicht. Dann hat er es ja schon. Das ist immer noch die limitierte Version mit einer Weltkarte. Das hatte ich nämlich auch schon mal gesehen. Icewind nimmt er. Icewind. Icewind hat welche Nummer? Hat die Nummer an der falschen Seite, das ist die Nummer 72150. Ist vermerkt. So, wir haben jetzt noch zwei Lose von Richard. Ihr könnt, wie gesagt, noch Lose kaufen. Und um das bisschen noch anzufeuern, wir haben ja bisher 14 Lose verkauft. Ab dem 15. Los gibt es ja noch weitere Sachen im Glücksrad. Zum Beispiel packen wir dann das Retro-Zeitschriften-Set mit dazu. Und ich würde mal sagen, wer das nächste loskauft, also wer am schnellsten ist und das nächste loskauft, der bekommt all die Dinge, die entweder ich vorhin mit ausgelost hatte oder die weitergegeben worden sind an andere. Das heißt, wer jetzt das nächste loskauft, bekommt das Ganze auf jeden Fall obendrauf. Das waren ja die Extras, die Stefan weitergegeben hat, unter anderem das Magic Carpet 2 und das Super EF 2000. Und von mir noch das Prison of Ice und noch ein Aufklärpaket und so weiter. Also all diese Dinge bekommt der oder die, der das nächste Los kauft bei uns. Und wir haben jetzt noch zwei Lose von Richard. Sollte jemand noch drei Lose kaufen, kriegt er mit dazu einmal das Diablo 3 Demon Hunter Mauspad von Steel Series in der QCK Limited Edition. Das ist neu. Das packe ich auch noch mit dazu. Wenn jemand drei Lose jetzt kauft. Gibt es das ebenfalls noch dazu? Mal sehen. Der Schnellste bekommt, wie gesagt, die anderen Extras und wer drei Lose kauft, definitiv das Mauspad noch dazu. Richard hat noch zwei Lose, nicht ans Mikro hauen, und die gehen jetzt nochmal ins Glücksrad. Das ist wie ein Witz. Der Richard schwimmt ins Steamquiz, ja. Das Und hatten wir doch es schon. geht fröhlich weiter. Er schwimmt in Steamkeys. Und darf die nächste Entscheidung treffen. Ich kann noch eine Soul Hunt mit dazu packen, fällt mir gerade ein. Ich wollte hier die Lücke auch wieder schließen. Aber diese Kartonverpackung, die mögen kein Stapeln. Stapeln ist böse. So. So, Richard darf sich wieder eins von den inzwischen über 15 Spielen, die dort liegen, aussuchen. Es sind 16, die Aussage stimmte, ein Glück. Ein Glück, dass du recht gehabt hast. Ich habe nur so spontan gezählt. Überflogen. Nur im Genau. Augenwinkel. Höhe immer Breite. Excessive Excessive Speed. Speed. Hopware, beziehungsweise Erdon Hat welche Interactive. Nummer? Die 72316. Danke dir, Richard. So, das letzte Los von Richard, aber hoffentlich noch nicht das letzte Los von dieser Bingo-Runde. Wie gesagt, wer das nächste Los erwirbt, bekommt ja die ganzen Extras und auch was Robin davon gesagt hatte, wer drei Lose erwirbt, bekommt noch ein Mauspad obendrauf. Das machen wir auf jeden Fall, wenn es dann auch weitergeht. Ja, wir gucken mal, was das Glücksrad für Richard noch übrig hat. Na? Er darf sich direkt entscheiden. Der Vorteil, wenn ihr Lose gekauft habt, ist auch, dass die Sachen portofrei versendet werden. Das heißt, wenn wir gleich noch ein paar Sachen Ja, wie per genau, ist ein Festpreis Nacktmoschus machen, Clown. dann braucht ihr kein Porto zu bezahlen, wenn ihr vorher schon Lose erworben habt. Sonst müsstet ihr die Portokosten übernehmen, wenn ihr bei unter 50 Euro seid. Richard darf die letzte Entscheidung seiner Losserie treffen. Quasi? Ah, nee, das ist nicht Richard. Welches Spiel ist das denn? Quasi.
Quasi Hasi. Gab es das nicht auch mal? Ich habe keine Ahnung. Wir warten erstmal auf Richards Entscheidung. Richard ist weg. Gibt es auch ein Überraschungspaket? Gibt es auch, ja. Für welches System möchtest du es haben? Amiga C60, Atari VCS oder PC? Einen Joker. Amiga, kein Problem. Da habe ich heute auch schon was Schönes hingestellt. Das wäre vielleicht sogar eine gute Variante. Wir gucken mal. Ja, machen wir gerne. Soweit erstmal jetzt zu den Losen. Ich gucke gleich mal, ob noch ein Los rausgegangen ist, denn wie Michael, gesagt. natürlich kannst du gern Soul Hunt als Schrottkandidat, als Austausch für dein Überraschungspaket nehmen. Das können wir gerne machen. Muss ich kurz machen. Einmal muss ich scrollen. Michael wird einmal ausgetauscht. Nein, nicht Michael. Welches Spiel, Robin? Soul Hunt? Soul Hunt mit der 1810 tauscht er gegen Das sein ist Überraschungspaket. kein Problem. So, ich gucke gerne mal, ob noch ein Los rausgegangen ist, weil wie gesagt, falls noch jemand Lose kauft, der nächste Loskauf bekommt die ganzen Extras, die vorhin nicht rausgegangen sind. Und ansonsten gibt es noch zum Abschluss vielleicht ein paar Festpreise oder Dinge, die dort noch am Tisch stehen, aber die sind dann, wie gesagt, wenn ihr kein Los gekauft habt, sozusagen portepflichtig. Ich warte jetzt noch mal Genau. ein, zwei Minuten, gebe noch mal die Chance zum Loskauf. Falls einer sicher weiß, dass noch ein Los kauft, kann das auch gerne schon mal in den Chat schreiben, dann warten wir auf jeden Fall. Denn wie gesagt, die ganzen Extras, die vorhin weitergegeben worden sind oder die ich gezogen habe, gibt es schon mal zusätzlich beim nächsten Los oben drauf. Falls ihr ein Los noch kaufen möchtet, sagt bitte kurz Bescheid. Dann warten wir ab. Ansonsten würden wir in circa einer Minute das Bingo für diesen Mittwoch beenden. Ich weiß nicht, was der Mann da Noch vor der Kamera macht, aber egal. wollte einen Preis raussuchen und da Ich muss ich dachte, dreimal das ist Robo-Robin war das doch vorhin. Roborammel. Robo-Robin, genau. So, noch ein bisschen warten wir. Wie gesagt, wer noch Lose haben möchte, bitte jetzt in den Chat schreiben, weil wir sonst diese Losrunde beenden. Robo-Rob, genau. Robby Rob, der Rächer der Erben, der Rächer von Witwen und Waisen. Wo habe ich da mein So. Handy hingeschmissen, verdammte schöne Kram. Wir warten kurz, kein Problem. Nee, wo habe ich da mein Handy hingeschmissen? Patrick, sag mal, wo ist mein Handy? Ich könnte dich anrufen, aber das wäre ein bisschen Ah, merkwürdig. Er hat ich es habe gefunden. Im gefunden. Waschbecken. Ja, wie gesagt, le letzte Chance. Wer noch Lose haben möchte, bitte in den Chat schreiben. Ansonsten beenden wir diese Losrunde. Verkaufen eventuell noch Sachen, die jetzt am Tisch stehen, ab. Ich weiß nicht, ob er sonst noch was vorhat. Ich An suche gerade noch eine Verkaufsding. ISBN-Nummer, ob wir das verkaufen dürfen können sollen. Ja, kannst du ja gerne suchen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, ob wir noch Lose haben oder nicht. Das heißt, ich warte jetzt noch 20 Sekunden und dann blende ich einfach dieses Glücksrad aus. Wer die Chance noch nutzen möchte, bitte kurz in den Chat schreiben, wie gesagt. Ansonsten ist damit gleich erstmal Schluss. Im Chat scheint nichts mehr zu passieren. Warten noch mal kurz. Ansonsten fange ich schon mal an, einfach Patrick, das Glücksrad zu beenden. Was hast du ich Spannendes wollte in? aus Jux mal gucken, was dieses Witcher 3 Buch kostet. Ich Und möchte es es gar ist ja nicht ein, wissen. es ist ein englisches Buch. Es kostet gebraucht bei Amazon in England 200 Euro. Das ist ja gut, das Gebraucht. will da jemand haben und trotzdem ist das krass. Ja, Und für was? aber es ist, ich habe jetzt noch nicht bei eBay geguckt. Ich Ja, wollte es eigentlich so. verkaufen, aber wir können ja auch erstmal warten. Ja, Lose gehen keine mehr raus. Das heißt, ich verschiebe mich jetzt hier einfach mal auf die Seite und mache dann Robin größer. Zack. Jetzt kann man auch wieder viel mehr erkennen. Das ist hier Man kann nicht mehr erkennen. wie auf dem Jahrmarkt. Wir machen alles. Und noch eine Runde. Wir vergrößern uns nochmal. So. Oh, noch eine Runde Das ist größer und richtig. geht. Auch auf Amazon gibt es Wunschpreise, aber manchmal ist das sehr erschreckend. So, kann man dich oben noch. Man braucht mich nicht sehen. Meine Visage ist universell Nee, da ist schlecht der Kopf geworden. abgeschnitten. Ich kann mit deinem Kopf nichts mehr machen. Tut mir leid. So, und dann blende ich nochmal hier oben den Text aus. Beziehungsweise ich kann einfach hier rauf switchen.
Das ist natürlich optimal. Fast gut. Ich sortiere noch gerade meine Overlays, dauert einen kleinen Moment. Und irgendwie steht da oben auch immer noch der letzte, das Macht das Licht letzte aus? eingeblendete Los, genau. So. Egal, ich muss einmal noch diesen Fehler da wegkriegen, dass das Stop da oben verschwindet und dann kommen wir hier sozusagen zum Finale. Ja, wenn noch jemand von den Sachen, die jetzt dort zu sehen sind auf dem Tisch, das, ein Spiel haben möchte, bieten wir das auch für 25 € an. Falls ihr schon Lose gekauft habt, portofrei. Ansonsten bitte daran denken, dass bei unter 50 € Gesamtpreis, ja, 8 € Porto dazu kommen. Ja, wir benutzen OBS und ich vergesse immer vorher, die Panel vorzubereiten. Das geht theoretisch auch automatisch und einfacher, aber so kann ich es notfalls ja auch noch anpassen. Es ist ja manchmal nicht geplant, ob wir noch Festpreise machen oder nicht. Deswegen müssen wir da mal flexibel reagieren. Falls noch jemand von den Spielen, die ihr jetzt hier seht, etwas haben möchtet, sagt bitte Bescheid. Pro Spiel 25 €, ab 50 € Versandkosten frei. Oder wie gesagt, wenn ihr schon Lose bekommen habt oder gekauft habt, dann ist das Ganze sowieso portofrei. Falls jemand noch Interesse an etwas hat, bitte kurz in den Chat schreiben. Kannst du Das noch einmal alle Diablo Sachen. Mauspad können wir natürlich gerne noch mit hier reinschmeißen. Das zählt auch für als ein Spiel. Kannst du gerne Wobei noch einmal die Spiele bitte noch einmal benennen, Robin? Sekunde, nee, das passt hier nicht hin. Die Spiele benennen. Wir fangen mal an Ja. mit Zork der Großinquisitor, Bundesliga 99, Abomination, eine englische ungeschnittene, aber Replay-Version von Carmageddon, Atlas. Diablo 2 englische Version, Sin ohne Handbuch. Einmal Harvest of Souls, PBE Bowling, Kommandos im Auftrag der Ehre, eine Bioforge-Version, da ist auch nur die Umhüllung Low Budget, der Rest ist auch Erstausgabe. Flintstones Form Pack, Black Monday, eine DOS-Diskettensammlung, ein Olympic Games Spiel und einmal Theme Hospital in Low Budget, da ist auch nur die Umhüllung. Ah, okay, Meatbox, vielen Dank. Das Witcher im Hardcover ist von Prima, genau, und wurde im Januar für 200 € verkauft und sealed. Erschreckend, es ist echt erschreckend. Also, wenn jemand an dem Witcher Interesse hat, ich kann ihn das gerne auch für unter 200 € verkaufen. Also, irgendwas, keine Ahnung. Wir müssen mal überlegen. Macht einen Preis, also unter 100 € mit Sicherheit nicht. Manche Prima-Bücher, ja. Und da ist es so, da sind die Leute total Fan von irgendeiner Serie und dann wollen die das zielt im Regal stehen haben. Und das ist wirklich, es wiegt ja auch 3 Kilo gefühlt. Ja, wie gesagt, wenn jemand noch was von den Spielen, die dort stehen haben möchte, bitte Bescheid sagen, sonst räumt Robin die gleich weg. Ich weiß nicht, ob da noch was folgt, ob du noch irgendwas hast Nee, oder ob wir dann schon durch wir sind. können aber gerne das Angebot machen, 20 € pro Spiel wäre Okay, okay. jetzt die letzte Chance bei den Sachen, die ihr jetzt seht, Genau. 20 € pro Spiel. Von den Sachen, die jetzt noch auf dem Tisch stehen. Es geht auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder mit einer normalen Festpreisrunde weiter und im Mai ist dann wieder ein Retro-Bingo. Wenn Robin keine Sachen weiter vorbereitet hat, wir haben immer gesagt, beim Bingo, wenn sehr viele Lose rausgehen, machen wir noch Festpreise. Wir gucken mal, aber erstmal, was da jetzt noch steht. Ansonsten wird es etwas schwierig. So, von den Sachen, die. Lieber Falkners, wir hatten letzte Woche ja auch einen Verkauf und der war so ein bisschen schleppend, deswegen habe ich mich jetzt mal ein bisschen zurückgehalten, weil ich glaube, dass zurzeit der Verkauf so ein bisschen schwächelt und deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück. Ansonsten werden wir ja auch das Problem haben, wir haben ja nicht mehr Unmengen von Spielen, wie wir das noch vor 3 Jahren hatten. Auf lange Sicht wird das mit Sicherheit auch irgendwann mal nicht mehr jede Woche passieren, dass wir hier eine Show machen. Das Bingo geht ja immer so lange noch weiter, solange wir auch die Unterstützer haben, auch Patreon und Steady, die da Lose bekommen. Die sollen ja auch ihre Boxen bekommen. Wie gesagt, 20 € pro Spiel, von denen, die ihr hier seht, da bitte gerne nochmal, wenn was ist, Bescheid sagen. Ich weiß nicht, was Robin noch für eine Box im Hintergrund hat, was da drin ist. Ich glaube, das waren die skurrilen Sachen oder hinten links oder andere 25er Spiele. Hattest du noch ein paar 20er Spiele? Das zeige ich dir doch nochmal. Oder 25er Spiele. Ja, ich habe hier immer auf der Seite was, aber da fehlen teilweise Handbücher, habe ich gesehen. Also wir haben noch ein schwarzes Auge für 20 €. Es fehlt das Handbuch. Ich habe noch eine englische Version von Sherlock Holmes Shadow of the Rose Tattoo in der Low-Budget-Fassung, aber drin ist halt das Original. Ein Gothic, da fehlt auch das Du Handbuch. zeigst ins Nichts, Robin, nur als Info. Ach so, ja, klar, weil das ist der Chat. Räum doch erstmal den Tisch einmal frei, weil da scheint Genau kein das. Interesse mehr zu sein. Die Sachen können wir schon mal wegstellen.
Dann zeig gerne auch, was du da hast. Und wer da was haben möchte, kann ja einfach schreien. Die Chance bieten wir gerne nochmal. Ansonsten geht es mit einer normalen Festpreisrunde nächsten Mittwoch nochmal weiter. Robin zeigt es gleich nochmal. Irgendwas war Überleg mit. gerade mal. Das ist noch, das ist noch, das ist noch, das ist noch. Der Rest, das ist Verkauf. Das heißt, das kann noch gezeigt werden. Genau, die einmal verschwinden lassen. Vorne liegen auch noch welche, genau. Echt? Ich habe es gar nicht gesehen. So, ein paar Sachen zeigt Robin noch. Wer was haben möchte, bitte schreien. Falls ihr ein Sammler von American Football seid, aber das Handbuch fehlt und deswegen stört's euch vielleicht nicht. Wir haben noch ein Frontpage Sports Football und zwar ohne Nummer, also wirklich das erste Football von Dynamix, kostet auch 20 Euro. Dann haben wir ein NHL Hockey 95. Ja, es wird wieder teurer, auch 20 Euro. Wir haben ein FIFA International Soccer, also die erste Fassung auf Disketten. Auch 20 Euro. Ein Gothic, das hatte ich vorhin schon gesagt. Da fehlt das Handbuch. Ja, ich weiß. Auch 20 Euro. Naja, steht noch. Ist 20 Euro ist okay. Das Sherlock Holmes Shadow of the Rose Tattoo. Da ist tatsächlich das auch wieder nur Low Budget. Der Rest ist Erstausgabe. Da drin ist ein schönes Handbuch. Und wir haben Schwarze Auge Sternschweif. Es fehlt das Handbuch. Meatbugs nimmt noch das Gothic, das ist kein Problem. Sehr Robin, sag mir gerne. einmal die Nummer, bitte. Das ist die 72338. Ja, Lieben Dank. hab ich vermerkt. Wunderbar. Wie gesagt, wenn er schon lose kauft, hat zahlt kein Porto, sonst bitte dran denken, die 8 Euro Versandkosten mit draufzupacken. So, das DSA ist noch hingestellt, genau. Genau, und wir haben immer noch das Mauspad von Sternenschweif geht SteelSeries. an Sebastian. Ja, okay. Weiß nicht, was da drin ist, aber ich glaube, da war wirklich nur die Disketten sind da drin, ne? Sebastian. Hast du ja eben Danke gesagt, dir. dass da der Ja, Rest alles klar. fehlt. Aber die Packung ist okay, ne? Oder wie sieht die aus? 7,2. Die Verpackung ist okay. Ein bisschen das Schwarze an den Kanten könnte man mal mit dem Edding nachzeichnen oder wie man das auch immer handhabt. Das ist, Ja. schlägt halt immer gerne an. 7,2. 4,06. Danke dir, Sebastian. Haben wir vermerkt. Genau, die Karte fehlt auch noch. Also ist, ja klar, nur die Disketten drin, genau. So, wer noch was von den anderen Sachen haben möchte, auch einfach melden. Wie gesagt, die Sachen, die noch nicht bezahlt sind, bitte einfach per PayPal überweisen. Und ja, dann geht das Ganze im Laufe des morgigen Tages Kann euch noch mal auf die dieses. Reise. Es ist schön, Sebastian hat die Karten und das Handbuch, das ist cool. Oh, das ist. Ich kann euch noch mal dieses Monster zeigen von einem Lösungsbuch. Das ist die gebundene Ausgabe, also die mit ein Hardcover. Nee, gebundene Ausgabe ist nicht Hardcover. Ne? Hardcover ist sozusagen wie ein richtiges Buch, wie man das kennt. Und includes all DLCs. Und das könnt ihr, keine Ahnung, 120 Euro plus Versand könnt ihr das gerne haben. Fände ich fair. Wenn ihr Interesse daran habt, das ist halt sealed, ne? Das ist halt nicht. Und wer Das noch steht eins von drin. den 4 Spielen haben möchte, auch bitte einfach melden. David Hodgson und Will Murray haben das geschrieben Ist es und ein Lösungsbuch oder ein Companion Book? das steht drauf. The Witcher Also. Wild Hunt, Game of the Year Collector's Guide. Also ein Lösungsbuch. Mit Lithos, 832 Seiten, Collector's Edition Guide includes two beautiful printed lithographs featuring key characters from The Witcher's Universe. Includes all DLCs, also new weapons, armor, companions, outfit, new game modes and side quests und collect every single Gwent card and use your our expert strategies to outsmart your opponents with a perfectly composed deck. Ach so, und da drin ist ein So, Code. ist angekommen, Simon. Wunderbar. Drin ist noch ein Code, dass ihr das Ganze auch noch in digital runterladen könnt. Das kostet normalerweise 10 Euro. Das heißt, ihr habt das Ganze dann auch noch mal in Digitalform. Leider ist es dann drin. Das heißt, Der Michael möchte gerne das Buch haben. Der Maniac das Michael. freut mich sehr für dich, Michael. Dafür dürft ihr dann auch nächstes Jahr wieder Meister werden. War das ein Problem gerade wieder? Es Ach, stimmt, ist. da war eine Depressionsphase in der Ja, WhatsApp-Gruppe, oder? es ist ein Trainerproblem, ganz klar. So, ich gucke nur einmal kurz hier nach.
Wie gesagt, wer noch die Spiele haben möchte, schnell melden. Ansonsten packen wir die auch vom Tisch und dann einfach die offenen Sachen bitte noch überweisen. Und ansonsten würden wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen zu einer Festpreisrunde. Morgen gibt es wieder den Videostammtisch, Freitag den Audio-Podcast und der aktuelle Sammelpodcast vom Redekomfort ist auch schon online. Da haben wir ja kurz vor Ostern schon vorgearbeitet und da gibt es auch noch einiges auf die Ohren. Der Klopp Ja. ist wieder frei, aber der hat jetzt schon gesagt, dass er kein Bayern machen wird. Nee, nee. Michael hat ja Michael, sozusagen. du hast doch schon deine Du Spiele, bist das ja ist alles Unterstützer. drin. Du Versand brauchst du nicht zahlen. Versand brauchst du definitiv nicht bezahlen. Du Ich bist schicke das ja. dann im dünnen Umschlag, das war richtig, ne? Nee, Robin, du klebst den Adressaufkleber auf das Buch rauf. Auf die Plastikfolie. Und zwar mit dem chinesischen Kleber, den du letztes Mal hattest. Warensendung. Ja. Das magische Wort. Gemein. Ja, danke an euch, wie gesagt, fürs Mitmachen. Hoffentlich bis nächsten Mittwoch oder bei unseren anderen Formaten. Und alle Sachen gehen morgen zur Post. Lieber Ja, Dank bis euch, es bald. freut mich. Bis bald, ihr. Achso, wir wollen noch irgendwie, wollen wir noch jemanden reiden Kannst du oder gerne twixen? machen. Dann twix mal jemanden. Warte mal, ich muss hier einmal meine Kamera anmachen. So. Zum Beenden des Vollbildmodus Escape drücken. Ja, danke, habe ich gerade gemacht. So, wer ist denn hier mal wieder frei? Oh, ich glaube, die Highscore-Friends sind da. Dann machen wir mal Dann schick mit. doch mal weiter. Danke an euch. Bis bald. Ciao.